Zuletzt bei The Legend of Zelda Skyward Sword. Auf dem Weg nach Eldin, um den nächsten Drachen zu besorgen, wurden wir von einem Vulkanausbruch vom Kurs abgebracht und anschließend von Monstern überfallen und eingesperrt. Hierbei wurden uns auch all unsere Items abgenommen und diese müssen wir nun Stück für Stück zurückerobern, um dann hoffentlich irgendwie einen Weg zum Drachen zu finden. Wir sind komplett broke. Wir haben wirklich keine Items mehr, denn wir haben ein bisschen verkackt, muss man fairerweise sagen. Wir wollten zum Vulkan fliegen, dann ist der Vulkan ausgebrochen und irgendeine Art Vulkanböe oder ähnliches hat uns komplett vom Kurs abgebracht. So, jetzt sehe ich aber auch schon, dass ich hier nicht durchkomme und hier auch nicht durchkomme. Das heißt, der einzige Weg, der uns aktuell bleibt, ist hier rüber. Und jetzt müssen wir Stück für Stück unsere Items wieder von den Monstern zurückholen. Das ist unsere aktuelle Mission. Und ja, das ist gar nicht so einfach, weil wenn man gar keine Items mehr hat, nicht mal Schwert und Schild, dann ist hier gar nicht so viel zu holen, muss ich zugeben. So, und jetzt merke ich auch gerade, dass es zum Beispiel hier gar nicht lang geht. Das heißt, wir spazieren jetzt wo genau hin? Warte mal. Ah, ich habe eine Idee. Wahrscheinlich muss ich hier drauf. Und jetzt eventuell nochmal an einer Stelle absteigen, wo ich vorher nicht absteigen konnte. Ja, und ich glaube, ich sehe auch schon wo. Wahrscheinlich genau hier vorne. Und da kommen wir dann wahrscheinlich zu unserer Peitsche. Wozu ich jetzt die Peitsche brauche, weiß ich noch nicht so genau, weil es für die Peitsche eigentlich nur sehr wenige sinnvolle Anwendungszwecke gibt. Das ist meine einzige Kritik an dem Item. Also, ich finde die Peitsche als Item großartig, aber man kann sie nicht mehr im Kampf einsetzen, man kann Gegner damit nicht paralysieren, man kann ihnen damit keinen Schaden machen. Auf der Oberwelt kommt sie auch quasi nie zum Einsatz. Das ist so, ja, schade, weil ich sie mega nice finde. Aber wenn ein Item halt nicht benutzt wird, genau wie die Schleuder, die wird, also ich finde es immer komisch in 3D-Zeldas, Schleuder und Bogen parallel als Item zu haben. Weil das quasi die identischen Items sind. So. Es sind beides Long-Range-Items, womit du Projektile feuern kannst, die Schaden machen. So. Bloß der Bogen ist halt ein bisschen stärker. Das sorgt aber halt auch immer dafür, sobald man den Bogen hat, ist die Schleuder und damit ein komplettes Item des Spiels irrelevant. Ich finde das immer so ein bisschen faul. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist. Die Entwickler haben sich damit einfach. Ja, sie haben sich es einfach gemacht. So, was muss ich jetzt tun? So, der läuft hier lang. Ich finde es auch geil, wie hier immer diese Herzklopf-Sounds kommen. Und jetzt sehe ich auch schon, dass ich hier rüber kann. Aha. So, und oh mein Gott. Kann ich jetzt mit der Bombe den Turm plätten? Ich glaube schon, oder? Jawollo! Und der fliegt sogar in die Lava. Oh boy. Sehr schön. Und dann gönn mir mal bitte meine Peitsche. Und mit der Peitsche sollte ich dann durch das Tor kommen. Und dann müssten wir Stück für Stück voranschreiten. Aber die Items in Skyward Sword sind an sich schon cool. Ich mag sie auch optisch sehr. Also ich mag, wie dieses Spiel die Items inszeniert, den allgemeinen Artstyle. Und das ist auch alles so ein bisschen derselben Farbe folgt. Überall ist immer so ein bisschen gold, gelb, beige mit drin. Schon cool. Ah, und damit kann ich mir so eine Knospe erschaffen, die ich jetzt quasi, ups, die ich jetzt sozusagen nutzen kann, um hier auf die andere Seite zu kommen. Mega stark. So. Hier drüben ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Ich muss immer so ein bisschen den nächsten Weg suchen. Ah, da kann ich mir eine Abkürzung aufmachen. So. Oder? Ja. Und sogar nicht nur eine Abkürzung. Ich glaube dann hier sogar einen ganz neuen Weg. Ne, das ist wahrscheinlich dieser Luftstrom. Jawollo, das hat funktioniert. So, und wisst ihr was? Den nehme ich jetzt auch gleich. Weil damit komme ich zumindest schneller nach oben. Dann spare ich mir diesen mühseligen Aufstieg. Oh, und da ist auch der Mogma. Ich glaube, das könnte sogar der vom Spiel gewollte Weg sein. Oh, die Schätze dieser Welt liegen vor mir, aber ich komme da nicht durch. Ja, alles zu seiner Zeit, Kollege.
Kann ich mich hier reinbuddeln? Nee. Hier ist viel Munition für die Schleuder. Sehr viel Munition für die Schleuder. Kriminell viel Munition für die Schleuder. Jetzt bräuchte ich die Schleuder nur noch als Item. Aber das kriegen wir schon geregelt. So, hier oben scheint nichts zu sein. Da sind Flammenfledermäuse, an denen ich einfach vorbeirenne, weil ich habe nämlich nichts, was ich gegen sie tun kann. Ah. Und jetzt erklärt sich komplett, wie man an all diese, ja, Gegenstände kommt, die man da, oder an all diese Orte kommt, die wir davor in Eldin immer gesehen haben, aber wo es für uns einfach ums Verrecken nicht weiterging. Jetzt wissen wir es. Och, komm schon. Link hüpft hier aber auch manchmal wirklich idiotisch in die Lava. Warte mal, wenn ich schnell genug bin, dann kann ich vielleicht sogar noch hier hin. Ja, okay. Diesen Höhleneingang wollte ich da jetzt eigentlich auch noch überprüfen, aber jetzt machen wir mal ganz in Ruhe alles zu seiner Zeit. Aber ich komme hier immer wieder hoch mit diesen Pflanzen. Das heißt, das klappt auf jeden Fall. So, und jetzt muss ich mich hier beeilen. Pass auf, dann machen wir es nämlich so. Dann machen wir so. Und dann machen wir so. Und jetzt hoffe ich mal, dass das reicht, um diesen Turm zum Fall zu bringen. Und damit kriege ich die Schleuder auch. Das ist jetzt nicht weltbewegend. Aber genügend Munition sollten wir haben. Genau. Und da muss ich jetzt mal gucken, wie es hier für mich weitergeht. Wenn ich jetzt hier runter spazieren würde. Nee, da versinken einfach nur die Plattform. Okay, dann boosten wir uns wieder hoch. Und diesen Höhleneingang will ich auf jeden Fall auch noch überprüfen. Wir haben ja unten auch noch mal einen gesehen. Im letzten Part, der hat uns ja irgendwie so gar nichts gebracht. Das war irgendwie sehr skurril. Aber vielleicht bringt ja der mehr. So. Was passiert hier? Meine Katze maunt mich schon wieder an. Auch hier ist wieder genau so ein Ding. Das ist genau so ein Ort, den wir auch schon unten gesehen haben. Das ist so skurril. Was machen die hier? Das hat doch safe irgendwas mit dem Drachen zu tun, oder? Muss. Auf jeden Fall weiter geht's hier für mich noch nicht so. Und jetzt komme ich... Ah, doch, ich komme zurück. Kann einfach dich hier nehmen. So, die Frage ist jetzt nur, wofür die Schleuder? Ich meine, jedes Item bekommen wir, um es an irgendeiner Stelle zu verwenden und dann damit voranzuschreiten. So. Ja, und da drüben sind jetzt die Bomben als Item drin. Und mit denen könnte ich dann theoretisch in die Höhle gehen, in der ich gerade war. So. Kann ich mit der Schleuder hier Schaden machen oder nur betäuben? Okay, ich kann betäuben. Aber auch das ist besser als nichts. Mhm, dann betäuben wir auch dich. Die Slimes ignoriere ich mal gekonnt. Und hier muss ich wahrscheinlich buddeln, oder? Nee. Oh boy. Okay, passt auf, dann betäuben wir dich. Ja, weil dann sieht der nämlich nichts, ne? Exakt so sieht's aus. Und ich muss an irgendeiner Stelle buddeln, um unter die Erde zu kommen. Und exakt das ist der Ort, wo ich hin muss. So. Auch den Ort habe ich jetzt, glaube ich, schon verstanden. Man kommt gut rein. Und ich mag das. Also sich mit diesen limitierten Items, die man hat, sich so einen Weg zu bahnen, mega stark. Also, ich muss zugeben, die Unterwassersektion, die war ein bisschen lame. Also, es war jetzt nicht ganz Mist. Aber es war jetzt auch nicht die spannendste Mission. Kann man ja einfach mal so offen und ehrlich kommunizieren. Allerdings ist das jetzt hier ziemlich nice und gibt auch diesem Gebiet, in dem man jetzt ja theoretisch schon zweimal war, nochmal einen deutlich cooleren Vibe und ja, zeigt einem das Gebiet jetzt nochmal von einer Art und Weise, die man zuvor noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. So. Sehr gut. So, das kippt. Warum habe ich das da drüben kaputt gemacht? Das weiß ich jetzt irgendwie noch nicht so genau. So, aber die Frage ist, wo geht's denn jetzt für mich weiter? Na, weil jetzt ist hier irgendwie Schicht im Schacht. Wir gucken mal. Ich buddel nochmal hier. Da ist noch ein bisschen Munition. Die nehme ich mit. Theoretisch könnte ich jetzt halt auch irgendwie, wenn ich will, die ganzen Bockblins töten. Ein paar Bombe. Aber ich glaube, das wäre ziemliche Verschwendung. So. Yo, Bro, was geht? So, in den Dungeon reingehen ist natürlich auch absolut sinnfrei. Da brauchen wir nicht drüber reden. Gut, ich glaube, dann werde ich jetzt nochmal hier rüber gehen. Weil hier habe ich jetzt auf jeden Fall gesehen,
dass ich da drin eine Bombe gebrauchen kann, um da was zu sprengen. Und wir haben ja unten schon die Höhle gehabt, die hat uns nichts gebracht, aber... wenn die hier pop Bombe versperrt ist und das nächste Item, was wir bekommen, die Bomben sind, warum sollte da nicht hier unser nächster Progress sein? So, die Frage ist, kriege ich eine Bombe da hochgeworfen von der Höhe? Nein, ich glaube nicht. Okay. Ah, die rollt hinten runter. Okay. Ich glaube, ich muss mit hoch. Ich glaube, ich muss mit hoch. Oh, es ist so weird, kein Schwert zu haben, Mann. Und da könnte ich auch schon wieder einen Mythenstein holen. Aber jetzt mal zum eins nach dem anderen. Ja, das liegt oben drauf. Schön. Und da oben kann ich auch meine Bombentasche auffüllen. Och, nein. Schon wieder. Assess. Ich hüpfe viel zu häufig in die Lava. Es ist zum Heulen. So, aber dann schauen wir mal. Vielleicht erzählt der ja was Spannendes. Ich meine, der andere hat uns gesagt, dass der Drache auf dem Gipfel ist. Und dass nicht der Gipfel ist, die Höhle, in der wir waren. Auf dem Gipfel des Vulkans soll ein Drache leben, dessen Körper in Flammen gehüllt ist. Er lebt an einem sengend heißen Ort. Soll ich das nochmal wiederholen? Nee. Ja, das ist irgendwie alles nicht so hilfreich. Und auch hier ist nicht... Ich glaube, das sind wirklich nur so kleine Checkpoint-Räume. Dass man einfach sich hier mit Herzen ausstatten kann, dass man sich hier mit den Items ausstatten kann, die einem fehlen. Und ich glaube, das war's dann auch schon wieder. Ich glaube, mehr soll das nicht sein. Das sollen einfach kleine Checkpoint, ja. Boot-Abräume sein. Da, hier sind sogar Feen drin und sowas, ne? Aber dann sind die echt komplett nutzlos. Das ist irgendwie sehr enttäuschend. Weil die wirken so special und ich habe mir auch schon beim ersten Mal Eldin betreten gedacht, so, yo, was sind das denn für Räume? Ich muss da unbedingt hin, ne? Hier und da und alles drum und dran und irgendwie ja, hat sich dann rausgestellt, dass irgendwie alles ziemlich wack ist. So, das heißt aber, wir müssen jetzt an den Ort oder wir müssen dahin, wo wir im Originalspiel gib mir den Begriff, die Ohrringe benutzen mussten. Ne? Wir müssen es quasi in den Gipfel. Und das war, glaube ich, in der Nähe der... Ah nein, wir müssen jetzt zu dem Mogma! Stimmt, dieser eine Mogma war doch an der Stelle, an der er nicht weiterkam. Weil man da die Bomben gebraucht hat. So sieht's aus. So, Hallöchen. Dann wollen wir hier mal ein bisschen sprengen. Vielleicht erwische ich sogar beide Steine. Das eine ist ja die Rutsche, wo ich die Rutsche nicht brauche. Auf der ist nichts. Genau. Deswegen werde ich direkt hier weiter marschieren. Die Frage ist nur, wo kriegen wir alle unsere Items wieder her? So, hier ist eine kleine... Da ist es! Der steckt da einfach im Boden! What? Ich meine, ich sage nicht nein, aber what? So, wieso? Ein Fünfer. Okay. Ja, so schnell kriegt man es wieder. Das ist schön, das ist dumm von den Bockblins. Vielen Dank, Gebieter. Bitte entschuldige, dass ich eben nicht bei dir sein konnte. Ich habe dort hinten rechts eine starke Präsenz gespürt. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 60%, dass es sich dabei um den Drachen handelt. Ich empfehle aber erst, die restliche Ausrüstung einzusammeln. Ja, da bin ich dabei. Ich komme da ja gerade sowieso nicht rüber. So, da ist auch noch so ein Stein. Oh doch, ich komme jetzt rüber. Zumindest teilweise, weil jetzt hier diese Plattform anmarschiert kommen. So, ich kann die vielleicht auf jeden Fall nutzen. Um jetzt diesen Stein zu aktivieren, oder? Jawollo! Sehr wichtig, Freunde. Sehr wichtig. Ich glaube, der vorletzte Block könnte, glaube ich, sein. Also einer fehlt mir, glaube ich, noch, aber... Also viel ist es nicht mehr, was mir fehlt. So. Jetzt laufen wir mal hier lang. Hoffentlich ist hier meine Ausrüstung. Ich bin mir echt nicht ganz sicher, dass hier alles so richtig ist, was ich hier tue. So. Das kann ich auch durchschneiden. Ah, aber hier brauche ich jetzt den Käfer, beziehungsweise Pfeil und Bogen. Mhm, okay. Also hier komme ich dann wieder her, wenn ich alles habe. Kapiert. Ich glaube, der Rückweg ist hier drüben, ne? Ja. Learning by doing. Dafür haben wir jetzt hier noch einen Weg, den wir gehen können. Okay, hier könnte ich mir sogar Wasser holen. Brauche ich das? Ja, ich brauche es. So. Zack. Du kommst mit. Und dann... Genau, machst du mir hier die Plattform.
Gut. Ah, und das ist, glaube ich, auch der gewollte Weg, weil hier ist, glaube ich, der Rest hier abgesperrt. So. Jetzt macht ihr hier schön einen Abflug. So, ich krieg sogar hier ein paar Schätze. Rubine. Viele, viele Rubine. Schön. Bisschen Geld brauchen wir auch noch, weil wir müssen noch ein Item von Terry kaufen. Die Käfermedaille. Die ist noch wichtig. Ich glaube, die kostet 1,1. Ich glaube, 1.100. Oder 800. Ich glaube aber 1.100. Also ich glaube, 1.100 ist die letzte Rubinanzahl, die wir erreichen müssen, um alles im Game zu kaufen. Und da sind unsere Abenteurertaschen. Oh, da ist alles drin. Okay. Ja, das ist jetzt sehr entspannt. Cool. Dann können wir jetzt direkt wieder zurück zum Drachen düsen. Schade. Also, ich meine, was heißt schade? Also, cool. Aber schade, dass es quasi jetzt schon vorbei ist. Ich hätte das auf jeden Fall noch länger zocken können. Bloß mein Schild habe ich noch nicht. Jetzt habe ich mein Schild. Cool. Aber dann können wir jetzt den Drachen besuchen gehen. Sieht der dann einfach aus wie der Feuerdrache? Bloß in Rot? Oder hat der ein bisschen mehr zu bieten? Das finden wir dann gleich raus, ob die alle individuelle Designs haben. Euch müsste ich theoretisch nicht töten, aber ich mag euch nicht. Was? Der lebt noch? Okay, dann hast du es verdient, Bro. War ein Joke. Ich betäub dich. Ich töte dich nicht. Das ist ein Deal. Nur eine schwere Gehirnerschütterung. Durch schweren Kiesel gegen die Stirnmitte gedonnert zu bekommen. So. Zack. Und der Käfer öffnet auch noch dich. Boah, ich bin so aufgeregt, wirklich. Ich bin so gespannt, wie der Drache aussieht und was er zu melden hat und was er so zu berichten hat, ne? Und. Hi. Er badet in Lava. Okay, er sieht ähnlich aus. Hoho, ein Mensch schafft es, dieses heiße Land zu durchqueren. Sehen Sie an. Du trägst das heilige Symbol auf deiner Hand. Vor langer Zeit hat mir die Göttin eine Weise anvertraut und du bist derjenige, der sie, bla bla bla. So sei es, Menschenkind, höre meine Stimme. Ah! Wie kriegen sie auch direkt? Dann war quasi wirklich diese Gefängnismission war quasi seine Prüfung. Nicht so wie der Wasserdrache, der uns da so extra so eine Prüfung gestellt hat. Was für ein Trottel, ne? Mega gut. Jawollo. Stimme des Heldenliedes. Schön. Der Ausbruch des Vulkans war das Werk meines Zorns und du bist hineingeraten. Verzeih mir, schon bald werden sich Erde und Himmel in freundlicheres Licht färben. Jetzt kannst du aufbrechen. Okay, er wird uns einfach direkt weghaben. Hab verstanden, ey, alles gut. Ich hab da Verständnis für. Ah, und jetzt ist auch hier draußen wieder alles ganz, ganz normal. Schön. Und wir werden auch direkt nach draußen gebracht. Hä, wie freundlich von ihm. Gebieter, ich habe dir was zu berichten. Die Eruption des Vulkans ist zu Ende. Es ist nun möglich, wieder zurück ins Wolkenmeer zu reisen. So, und jetzt müssen wir nur noch in die Wüste. Schön. Dann düsen wir, glaube ich, direkt wieder ins Wolkenmeer. Weil wir müssen ja auch jetzt einmal überprüfen, wo dieses Himmelsartefakt uns jetzt hinschickt. Na, also welche Truhe. Es gibt ja noch diese eine Truhe im Bazar. Ich weiß aber nicht, ob die mir hier auf der großen Karte angezeigt wird oder ob ich das nur, da ist die Truhe, okay. Oder ob ich das quasi nur sehe, wenn ich wirklich, da an den Wolkenhort ranzoome. Okay, wunderbar. Ja, sollen wir dann direkt nach Renair? Ich bin ein bisschen überfragt. Und auf der anderen Seite würde ich auch gerne jetzt diese Würfel der Göttin finden, ne? Aber ich glaube, die kann ich jetzt auch danach sammeln. Wir brauchen nur noch die 1-1, wo das letzte Herzteil ist, weiß ich. Nö.
Dann gehen wir direkt in die Wüste. Ich glaube, auch hier wissen wir ja schon, wo wir lang gehen müssen. Denn wir haben ja schon mal diesen Goronin getroffen, der da an so einer Wand rumgehackt hat. Und da hieß es ja auch, hey, hier hinter befindet sich vermutlich ein Drache. Da haben wir ja schon einiges gefunden. So. Dann stürzen wir mal ab. Die Frage ist noch, ob sich jetzt die Wüste vielleicht auch noch irgendwie umwelttechnisch verändert hat. Oder nicht? Nee, das sieht recht normal aus. So, ich glaube, ich muss hier hin. Und dann quasi hier den Rückweg. Ich glaube, wir müssen dahin. Ich denke, das hier ist der Weg. Oder hier? Ich nehme mal den hier. Ich glaube, mit dem sollte ich noch einen Tick schneller dahin kommen, wo ich hin will. Okay, also erstmal keine Umweltveränderung. Ich muss mich jetzt hier übrigens nochmal ganz kurz umschauen, ob hier noch irgendwo so ein Göttinnenblock ist, so auf den Mauern oder so, aber ich sehe jetzt spontan mal nichts. Okay, wir haben uns ja hier die Abkürzung schon aufgeschoben. Dann können wir nämlich direkt da hoch. Und da müsste dann auch gleich die Höhle sein, wo wir hin müssen. So. Bam. Hoffentlich hat er es jetzt geschafft, die Wand aufzuhacken. Oh. Ah doch, doch, da steht. Jawohl, er hat es geschafft. Sehr schön. Hey du da, bist du nicht Link? Was für ein Zufall, dich wollte ich sehen. Komm mal her, ja? Okay. Hi. Hey Link, hast du die heilige Flamme, von der du erzählt hast? Seit ich davon gehört habe, konnte ich kaum an etwas anderes denken. Du musst mir alles erzählen. Ach, was für ein Abenteuer, ich bin beeindruckt. Du bist ein echter Held, Link. Ich kann dir etwas von der Legende der drei Drachen erzählen. Hier in der Nähe scheint es eine verborgene Gegend zu geben. Ich habe einen kleinen Gang gefunden, leider passe ich da nicht durch. Meiner Ansicht nach haust dort der Donnerdrache, einer der drei legendären Drachen. Ich bin mir zudem sicher, dass auch die Roboter etwas mit der Sache zu tun haben. Der Donnerdrache, die Roboter, die Steine der Zeit. Was für ein Mysterium. Ja, ich finde es sehr gut, dass du mir den Weg hier geöffnet hast, Kollege. Sehr zuvorkommend. Und ich kann jetzt nämlich auch hier, Moment. Einpacken, Link. Nicht explodieren. Okay, ich glaube, der ist in meiner Hand explodiert. So. Können Sie mich hier unsere Bombentasche wieder auffüllen, weil die ist durch die Monster sehr leer geworden. Aber ich kann aktuell eh nur 10 tragen, weil ich ja meine Bombentasche, abgegeben habe. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Mensch, hier ist ja richtig viel Schmutz. Was ist denn das hier? Hat aber lange keiner mehr geputzt. So, hier können wir auch noch buddeln. Bisschen Kohle, dies, das. Oh, wow. Richtig viel Kohle. So, da könnte ich was an die Wand zeichnen, aber ich glaube, das an die Wand zeichnen spare ich mir jetzt mal. Aber euch beide springe ich auch noch, damit wir einfach mal alles überprüft haben. Ein Rubin. Wahrlich beeindruckend. Dies ist die Ranel-Schlucht. Den alten Legenden zufolge lebt hier ein Drache, der der Göttin dient. Oh, aber das sind Fossilien. Ich muss einen Stein der Zeit hierher bringen, um den wiederzubeleben. Wetten? Da sich hier viele Steine der Zeit finden, hat eine alte Kultur hier wohl ein Steinwerk errichtet. Noch heute zeugen die Loren und Schienen hier überall von ihren Bemühungen. Oh, tatsächlich noch ein komplett neues Gebiet, was hier auf der Karte aufgemalt wird. Die Ranel-Schlucht. Und ist sogar relativ groß. Ey, aber cool, wie jetzt jedes Gebiet hier nochmal eine ganz andere Art von Challenge bekommt. Ich mag das. Aha, und hier ist auch direkt was Spannendes. So, da muss ich an den Käfer wenden, aber jetzt schauen wir uns erstmal das hier an. Das ist safe, der Drache, ja. Oh, hier ist sogar der Kopf. Oh, wie creepy. Wie creepy, wow. Okay, ich verstehe. Ja gut, dann würde ich sagen, müssen wir, glaube ich, wenn wir mit dem kommunizieren wollen, wohl oder übel einen Stein der Zeit hierher bringen. Und ich vermute, unsere Reise, um das zu tun, beginnt exakt hier drüben. Ui, da freue ich mich drauf. Und ich glaube, Friends, auch wenn die Folge jetzt ein Tick kürzer ist, es ist ein guter Abschluss für heute. Beim nächsten Mal, oh, ich sehe auch, dass da unten schon der kleine Schlüssel ist. Ich denke, beim nächsten Mal, Guys, werden wir uns dann
darum kümmern, diesen Drachen hier wieder zu beleben. Und dann hoffentlich das letzte Lied von ihm zu lernen. Und dann können wir halt auch schon das Triforce kriegen und alles, ne? Das ist halt echt creepy. Wir nähern uns in großen Schritten dem Ziel des Spiels. Aber zunächst müssen wir den Drachen wieder zurückbringen. Und das machen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein bei The Legend of Zelda Skyward Sword. Großes Dankeschön noch an Hygris Ski, JT90 und Lord Dark Flu für euren dicken Support. Thanks, guys.